Liebes Reisetagebuch, nach langer Wartezeit geht nun der Michael Bay-Film unter den Spielbüchern weiter. Einsamer Wolf Band 2, Feuer über den Wassern. Alles, was wir tun müssen, ist unseren personalisierten Wolf importieren und verbessern. Kampfstärke, Ausdauer und Gegenstände werden einfach genau so übernommen, wie sie durch unser letztes Abenteuer auf den Charakterbogen gekritzelt wurden. Allerdings dürfen wir uns eine Kai-Disziplin aussuchen, die wir zusätzlich zu unseren bisherigen 5 ab heute beherrschen dürfen. Jagd, Spurenlesen, Heilung, Waffenkunde, Axt und Tierverständnis. Es bleiben also noch Tarnung, sechster Sinn, Gedankensperre, Gedankenstrahl und Geist über Materie. Um möglichen fiesen Todesfallen zu entgehen, hauen wir uns den sechsten Sinn auf den Charakterbogen und erhöhen dadurch auch unsere Ordensstufe. Waren wir im ersten Band ein gewöhnlicher Initiant, steigen wir nun zum Aspiranten auf. Das Kampfsystem funktioniert wie im ersten Band und eignet sich somit nicht sehr gut für eine genaue Umsetzung als dramaturgischen Text. Die Faustregel lautet immer noch, wenn sich jemand, ein Feind oder wir, im Kampf verletzt, bedeutet das, die Ausdauer ist gefährlich tief gesunken, eine Verletzung also ist immer ernst zu nehmen. Ja, und das wär's auch schon gewesen. Falls sich jemand nochmal mit den Regeln vertraut machen möchte, empfehle ich Folge 9 des Podcasts. Los geht's! Was bisher geschah. Du bist einsamer Wolf, ein Aspirant im Orden der Kai, den hochbegabten Kriegerlords aus dem Land Sommerlund. Vor 2 Tagen wurde dein friedliches Land durch den unerwarteten Einmarsch der riesigen Armee des Schwarzen Lords Zagana in einen blutigen Krieg hineingezogen, in dem die Abtei der Kai völlig zerstört worden ist. Alle Kai waren zu diesem Zeitpunkt in der Abtei anwesend, da das Fehmarnfest, das Fest zur Feier des ersten Frühlingstages, gefeiert wurde. Alle Kai wurden in dieser gewaltigen Schlacht von den einmarschierenden Feinden getötet. Du bist der einzige Überlebende dieser schicksalhaften Schlacht und du hast geschworen, den Tod deiner Kai-Brüder zu rächen. Deine dringendste Aufgabe war es, aus der brennenden Ruine der Kai-Abtei zu entkommen, um Holmgard, die Hauptstadt Sommerlunds, zu erreichen und dem König vom Massaker in der Abtei zu berichten. Wenn die sommerländische Armee nicht von den Kai-Lords angeführt wird, dann wird das Land seine Truppen niemals rechtzeitig mobilisieren können, um den einfallenden Horden des Schwarzen Lords entgegenzutreten. Deine Reise nach Holmgard war in der Tat gefährlich. Der Feind hatte bereits die ländlichen Gebiete überrannt und marschierte auf die Hauptstadt zu. Trotz der vielen Gefahren hast du dir einen Weg durch die feindlichen Linien geschlagen und die Hauptstadt erreicht, wo du König Ulnar dem V. die traurige Kunde überbracht hast. Der König und seine Höflinge haben deine Fähigkeiten und deine Tapferkeit in höchsten Tönen gelobt, aber deine Aufgabe ist damit noch nicht zu Ende. Da der Orden der Kai vernichtet worden ist, gibt es nur noch eine einzige Macht, die dein Volk vor dem Zorn des Schwarzen Lords Zagana retten kann. Diese Macht ist das Sommerschwert, das legendäre Schwert der Sonne. Vor langer Zeit, während des Zeitalters des Schwarzen Mondes, führten die Schwarzen Lords Krieg gegen Sommerlund. Dieser Konflikt wurde zu einer langen und erbitterten Kraftprobe, welche mit dem Sieg Sommerlunds in der großen Schlacht der Markenschlucht endete. König Ulnar I., seines Zeichens selbst ein begabter Kai-Meister, schlug mit seinen Verbündeten aus Durinor die Armeen des Schwarzen Lords am Pass von Moitura und trieb sie in den bodenlosen Abgrund der Markenschlucht zurück. Vashnar, der mächtigste der Schwarzen Lords, wurde durch das Schwert König Ulnars, das Sommerschwert, vernichtet. Seit diesem Zeitalter haben die Schwarzen Lords Sommerlund und dem Hause Ulnar Rache geschworen. Nach der Niederlage des Schwarzen Lords Vashnar wurde das Sommerschwert den Verbündeten aus Durinor überreicht, als Zeichen des Vertrauens und der Loyalität zwischen den beiden Reichen. Im Gegenzug gab König Aelin I. von Durinor Sommerlund einen prachtvollen goldenen Siegelring, welcher das königliche Wappen Durinors trug. Dieser Ring ist als Siegel von Hammerdale bekannt. Damals schwor König Aelin I., sollte sich der Schatten des Westens jemals wieder erheben, um Sommerlund zu bedrohen, würde das loyale Durinor seinem Verbündeten zur Hilfe eilen.
König Ulnar V. hat dir das Siegel von Hammerdale übergeben. Deine Mission und Aufgabe ist es, nach Durinor zu reisen und das Siegel dem amtierenden Herrscher, König Aelin IV., zu präsentieren. Im Gegenzug wird er dir das Summerswert übergeben. Dann musst du so schnell wie möglich nach Holmgard zurückkehren, damit das Summerswert gegen den schwarzen Lord Sagana eingesetzt werden kann. Seit deiner Ankunft in der Zitadelle des Königs in Holmgard hat euch die Nachricht erreicht, dass Zaganas Truppen durch die äußeren Verteidigungsanlagen der Stadt gebrochen sind und sich nun auf die Belagerung der großen Mauern der Hauptstadt selbst vorbereiten. Während dich Hauptmann Bevel, Anführer der königlichen Wachen, zur Waffenkammer des Königs begleitet, damit du dich für deine Reise nach Durinor ausrüsten kannst, gehen dir die scheidenden Worte König Ulnars immer wieder durch den Kopf. 40 Tage, einsamer Wolf. Unsere Kraft reicht nur für 40 Tage, um uns den Armeen des Schwarzen Lords zu widersetzen. Hauptmann Bevel führt dich in die königliche Waffenkammer, wo du deine grüne Tunika und deinen Kai-Umhang abgibst, damit sie ausgebessert und gereinigt werden. Während du auf die Rückgabe wartest, überreicht dir Hauptmann Bevel einen Beutel voll Gold. Alles klar, da sind wir nun und greifen nach den Würfeln, als hätten wir nie etwas anderes getan. 1, ja, fängt ja schon mal gut an. Plus 10 ergibt 11. Und ebenso viele Goldmünzen fügen wir unserem Bestand aus dem letzten Band hinzu, nämlich 20. Insgesamt wiegt unser Geldbeutel also 31 Kronen schwer. Ob das viel ist oder wenig, das vermag ich gar nicht wirklich einzuschätzen. Auf einem großen Tisch in der Mitte der Waffenkammer liegen einige Gegenstände für dich bereit. Du kannst 2 dieser Gegenstände mit dir nehmen. Erstmal in den Rucksack schauen, was haben wir denn überhaupt alles dabei? Eine +1-Axt, was unserer Waffenkunde zugutekommt, schöne Sache. Dann noch 5 Laumspurtränke für jeweils 4 Ausdauerregenerationen, einen Kampfkristall und 20 Gruftwächtersteine. Als speziellen Gegenstand habe ich auch noch einen Kristallsternanhänger verzeichnet, der im Finale des letzten Bandes den Gestaltwandler enttarnen konnte. Ich glaube, der ist kaputt gegangen, oder? Ich muss das demnächst nochmal nachprüfen. Jo, das war's eigentlich auch. Da die Waffen in der Waffenkammer eher uninteressant sind, grabbeln wir mal nach einer Rüstung. Wir schnappen uns das Kettenhemd, einen weiteren speziellen Gegenstand, der unsere maximale Ausdauer um 4 erhöht. Das System ist nicht sonderlich gut durchdacht, denn ob ich mit oder ohne Kettenhemd durch die Gegend laufe, hat zwar sicher Auswirkungen auf meine Ausdauer, doch ganz sicher keine positiven. Aber egal, wir legen das Mistding an, wodurch sich unsere Ausdauer auf 28 hebt. Dann nehmen wir uns auch noch einen Schild. Spezieller Gegenstand, Kampfkraft +2, also insgesamt 24. Cool. 1. Hauptmann Devel und eine Abteilung seiner Wachen geleiten dich zum Tor der Zitadelle, wo dich ein kleiner Planwagen erwartet. Sobald du hinten aufgestiegen bist, werden die Tore aufgerissen und du wirst durch die überfüllten Straßen Holmgards davongetragen. Nach einer kurzen und eher unbequemen Fahrt hält der Wagen an und der Fahrer reißt hastig die Plane zurück. Dies ist der Hafen von Holmgard, mein Lord. Dort liegt euer Schiff, die Grünzepter, sagt er und deutet über den belebten Hafen auf eine schlanke Handelskarawelle, die entlang der Hafenmauer ankert. Der Name des Bootsmannes lautet Ronan. Er wartet im Gasthaus frohen Mutes am anderen Ende des Weges auf euch. Dann verabschiedet sich der Fahrer und lenkt seinen Wagen durch die wimmelnden Massen davon. Du drängst dich durch die Menge und erreichst den Gasthof, nur um zu entdecken, dass die Eingangstüren verschlossen und alle Fensterläden versperrt und verriegelt sind. Du überlegst gerade, was du als nächstes tun sollst, als eine Hand deinen Arm packt und dich in die Dunkelheit zerrt. Wenn du deine Waffe ziehen willst, um deinen unbekannten Angreifer zu attackieren, lies weiter bei 273. Willst du lieber versuchen, dich aus dem kräftigen Griff zu befreien, lies weiter bei 160. Ja, was für eine Frage. Natürlich ziehen wir unsere Waffe. Wir müssen sie ja nicht benutzen, aber sie an einen fremden Hals zu legen, sollte nicht schaden. 273. Du willst gerade zuschlagen, als dein Angreifer laut aufschreit. Ich bin Ronan, mein Lord. Ich will euch nichts Böses. Es gelingt dir, deinen Hieb im letzten Moment zur Seite zu lenken und du durchschlägst mit deiner Waffe die Rückenlehne eines hölzernen Tavernenstuhls. Die Schweißtropfen auf der Stirn des Seemannes scheinen zu bestätigen, dass er die Wahrheit spricht. Tja, Alter, was hast du dir denn auch dabei gedacht, Ronan? Ach, guck, der Kai-Lord, den zerre ich mal in die Dunkelheit. Daran wird er schon erkennen, dass ich ihm nichts Böses will. Ja, Vollidiot. Weiter bei 160. Vergib mir, mein Herr, ich wollte euch nicht erschrecken. Der Mann scheint nervös zu sein und die offene Hand, die er dir entgegenstreckt, zittert merklich.
Mit einiger Vorsicht akzeptierst du seine Geste der Freundschaft und setzt dich mit dem Mann an einen Tisch im Gasthof. Bis auf ein paar Mäuse, die an einem großen Stück Käse knabbern, ist der Ort verlassen. Captain Kerman hat mich beauftragt, euch zu Grünzepter zu bringen, aber erst wenn ich mir ganz sicher bin, dass ihr der Kylord seid, den sie Einsamer Wolf nennen, könnt ihr eure Identität beweisen? Ich kann dir mal die Schärfe meiner Axt beweisen, du anmaßende Landratte. Um dem Mann zu beweisen, dass du wirklich ein Kylord bist, entschließt du dich dazu, ihm deine Meisterschaft in einer deiner Kai-Disziplinen zu zeigen. Wenn du ihm deine Kai-Disziplin Heilung demonstrieren willst, lies weiter bei 16. Willst du ihm deine Kai-Disziplin Gedankenstrahl demonstrieren, lies weiter bei 133. Möchtest du ihm deine Kai-Disziplin Waffenkunde demonstrieren, lies weiter bei 255. Wenn du ihm deine Kai-Disziplin Tierverständnis demonstrieren willst, lies weiter bei 203. Willst du ihm deine Kai-Disziplin Geist über Materie demonstrieren, lies weiter bei 48. Beherrschst du keine der oben genannten Disziplinen oder willst du dem Mann keine deiner besonderen Fähigkeiten demonstrieren, lies weiter bei 348. Ja, ich bin geneigt, dem Kerl einen Scheißdreck zu zeigen, aber naja, im ersten Band war die Disziplin Tierverständnis eher nutzlos und der Text erwähnt explizit ein paar käseknabbernde Mäuse. Da kann ich einfach nicht widerstehen. 203. Seid ihr hungrig? Sagst du und spähst in die gegenüberliegende Ecke zu den zwei beschäftigten Hausmäusen. Vielleicht möchtet ihr etwas Käse, Ronan. Du benutzt deine Kai-Disziplin, um den beiden Mäusen zu befehlen, dir den Käse zu bringen. Der Seemann sieht dich erstaunt an, als die zwei pelzigen Nager deinem Befehl gehorchen. Sie legen dir den Käse zu Füßen und flitzen danach hastig davon. Weiter bei 268. Ihr seid wahrlich ein Kai-Lord, sagt der Matrose. Doch das Erstaunen in seinem Gesicht weicht schnell einem spöttischen Grinsen. Oder sollte ich sagen, ihr wart einer. Während er spricht, wird hinter dir die Tür aufgerissen. Du blickst über deine Schulter und siehst drei Hafenschläger. Sie kommen mit Mordlust in den Augen auf dich zu. Ein jeder von ihnen ist mit einem Krummsäbel bewaffnet, was sie als Schläger im Grunde disqualifiziert, meinst du nicht? Naja, Krummsäbel bewaffnet und du musst alle drei wie einen einzelnen Gegner bekämpfen. Die drei Hafenschläger verfügen über eine Kampfstärke von 16 und eine Ausdauer von 25. Du kannst dem Kampf nach zwei Runden ausweichen, indem du durch eine Seitentür der Taverne fließt und bei 125 weiterliest. Wenn du den Kampf gewinnst, lies weiter bei 333. Alles klar, wir haben die Situation völlig falsch eingeschätzt. Der dümmliche Ronan ist gar nicht Ronan und so lässt sich auch das auffällige Verhalten erklären. Ich gehe davon aus, dass uns der Möchtegern-Gangster an den Schatten zerrte, um uns die Kehle durchzuschneiden. Von unserer Geistesgegenwart allerdings so überrascht, gab er sich als Verbündeter aus. Tja, und das ist auch im Grunde das Problem, wenn man vom ersten Band schon so auf unstimmiges Verhalten geframed wurde, dass man es eben nicht mal als Warnung verstehen kann, wenn es wirklich Absicht ist. Nehmen wir also ab jetzt das Verhalten der Charaktere, naja, ernster und schnetzeln wir die drei Matrosen in die Hölle. Geschickt preschen wir vor und landen auch schon einen Treffer, mit dem wir den ersten der drei Halunken zu Fall bringen. Die anderen beiden trennen sich und umkreisen uns langsam. Einer der Krummsäbel blitzt auf, wir weichen aus, doch der andere trifft unser Kettenhemd, sodass wir zurückgeworfen werden und über einen Hocker stürzen. Mit etwas Glück gelingt uns eine Rolle rückwärts durch eine Bierlache und wir sind wieder auf den Beinen. 26 Ausdauer verbleiben, als wir mit einem Satz auf die Bar springen und dabei den zweiten Matrosen unser Axtblatt unter den Kiefer schmettern. Ein Gegner verbleibt und er ist nicht dumm. Während er mit schnellen Schritten durch den Schankraum stürmt, sammelt er links und rechts Gläser und Flaschen auf, wirft sie auf uns und schmeißt immer neue. Wir wehren die meisten davon mit der Axt ab, doch eine der Flaschen trifft uns im Gesicht. Ausdauer runter auf 22. Schon ist der Schläger bei uns, holt zum Schlag aus und schmeckt unseren Stiefel. Ein Tritt, ein Sprung, wir hängen am Kronenleuchter, schwingen durch den Raum und landen auf einem der Tische. Der Schläger wischt sich die blutige Nase und nähert sich erneut. Klinge trifft auf Klinge und die Axt verhakt sich im Krummsäbel. Zwei unrasierte Gesichter knurren sich an, getrennt nur von den Waffen. Mit einer Drehung des Handgelenks entwaffnen wir den Matrosen und schleudern den Säbel fort, der zitternd in der Wand stecken bleibt.
Dann stecken wir eine Kopfnuss ein. Ausdauer runter auf 13. Ein letztes Mal geht die Axt auf den Feind nieder und spaltet dessen Schädel. Wow. Für einen ersten Kampf durchaus herausfordernd. Von 28 Ausdauer runter auf 13. 4 Schaden mehr und wir hätten uns sogar verletzt, denn das passiert bei einer Ausdauer unter 10. 333. Der Seemann, der sich als Bootsmann Ronan ausgegeben hat, ist während des Kampfes entkommen. Du durchsuchst schnell die Körper der Hafenschläger, findest aber nichts von Wert. Allerdings entdeckst du auf dem jeweils rechten Handgelenk der Männer eine Tätowierung in Form einer gewundenen Schlange. Wer auch immer sie geschickt hat, um dich zu töten, muss bereits über die Bedeutsamkeit deines Auftrags informiert sein. Ja, und mehr noch, er wusste auch, dass wir auf einen gewissen Ronan warten. Unangenehm gut informiert, diese Schattenfreunde. Du verlässt die Taverne durch die Seitentür und entdeckst unter einer Treppe den toten Körper eines Matrosen. Im Kragen seiner blutverschmierten Jacke findet sich ein Etikett mit dem Namen Ronan. Das ist der echte Ronan und er wurde ohne Zweifel ermordet. Du deckst den Körper zu und machst dich auf den Weg zum Dock, wo du die grünen Zepter ungefähr 300 Meter von der Hafenmauer entfernt vor Anker liegen siehst. Wenn du eines der vielen Ruderboote nehmen willst, die hier im Hafen festgebunden sind, glühst weiter bei 300. Möchtest du lieber den Betrüger jagen, der sich als Ronan ausgegeben und dich in eine Falle gelockt hat, glühst weiter bei 67. Naja, eigentlich haben wir ja keine Zeit für Nebenquests, aber wir können den Verräter auch nicht einfach so hinter den Mauern der Hauptstadt gewähren lassen. Also sollten wir ihn vermutlich ausschalten. Jagen wir den Bastard. 67. Du kommst schnell zu dem Schluss, dass der Betrüger durch den Haupteingang des Gasthofs entkommen ist. Sollte er sich noch in der Hafengegend aufhalten, muss er sich auf dem Hauptplatz oder in dessen Nähe befinden. Du suchst die Gebäude und geschäftigen Gassen entlang des Platzes ab, findest aber keine Spur von ihm. Statt noch mehr Zeit mit dieser vergeblichen Suche zu verschwenden, kehrst du zum Dock zurück, wo du ein Ruderboot von seinem Liegeplatz losbindest. Während du auf die Grünzepter zuruderst, überkommt dich ein unbehagliches Gefühl. Es scheint, dass die Feinde deine wichtige Mission bereits zu vereiteln versuchen, bevor sie überhaupt begonnen hat. Weiter bei 300. Als du auf die geschmeidige Handelskarawelle zuruderst, siehst du zu deiner Überraschung, dass die Strickleiter hochgezogen wird. Ein böse, dreinblickender Matrose lehnt sich über die Reling und beschimpft dich. Er scheint zu glauben, dass du ein verzweifelter Flüchtling bist, der versucht, sich heimlich an Bord zu stehlen. Als du ihm aber zurufst, du seist einsamer Wolf und wurdest in der Taverne von einem Betrüger in einen Hinterhalt gelockt, wird die Leiter wieder herabgelassen. Na, das ist ja praktisch. Als du über die Seite des Schiffes kletterst, empfängt dich ein großer Mann in blauer Uniform, die mit Goldlitzen besetzt ist. Was? Was bitte sind denn Goldlitzen? Das habe ich echt noch nie gehört. Kurz mal Google angeschmissen, um Klarheit zu erlangen. Ah, okay. Goldlitzen kennt man. Die sind aber schwer zu beschreiben. Stellt euch ein hohes Tier bei der Marine vor und schaut auf dessen Schultern. Dort könnt ihr um die Schultern herum so seltsame goldene Bänder sehen, die ihn vermutlich als Ranghoch kennzeichnen, schätze ich mal. Das sind Goldlitzen. Das haut mich doch glatt aus meinem Seidenjupon. Ankerlichten! Brüllt der Mann. Die Mannschaft setzt sich sofort in Bewegung, als ob ihr Leben davon abhinge. Der Kapitän führt dich nach unten in seine Kabine, wo er zwei Gläser mit Warnloh füllt, einem starken Schnaps, der aus Traubenkirschen hergestellt wird. Sorge spiegelt sich in seinem Gesicht, als du ihm erzählst, was passiert ist. Hier ist böser Verrat am Werk. Der Feind hat ohne Zweifel bereits Pläne geschmiedet, um eure Mission zu vereiteln. Beginnt er, dir Dinge zu erzählen, die du einen Abschnitt zuvor schon selbst kapiert hast? Es scheint, als habt ihr das Überraschungsmoment verloren und ich einen tapferen Bootsmann. Lasst uns hoffen, dass wir auf der Reise nach Dorinor nicht noch mehr verlieren. Möge unsere Reise schnell und sicher sein. Du trinkst den Vanlo aus und verlässt die Kajüte des Kapitäns, um an Deck zu gehen. Gerade noch rechtzeitig, um am fernen Horizont die Silhouette Holmgards zu sehen. Dann steigst du die Treppe zu deiner Kabine hinab, gerade als der höchste Turm der Hauptstadt am Horizont verschwindet. Ermittle eine Zufallszahl. Ist die ermittelte Zahl eine 0 bis 1, liest weiter bei 224. Ist die Zahl eine 2 bis 3, liest weiter bei 316. Ist die Zahl eine 4 bis 5, liest weiter bei 81. Ist die Zahl eine 6 bis 7, liest weiter bei 22. Ist die Zahl eine 8 bis 9, liest weiter bei 99. Alles klar, Bruder, dann lass mal würfeln. 3, also weiter bei
316. Am nächsten Morgen wirst du vom Schrei des Ausgucks hoch oben im Krähennest geweckt. Schiff ahoi! Schiff Steuerbord voraus! Du kletterst an Deck und stemmst dich gegen die frische Meeresbrise. Am Horizont kannst du die bewaldete Küste des östlichen Sommerlunds erkennen und in mittlerer Entfernung siehst du ein Handelsschiff, das offenbar schwer beschädigt ist. Es liegt tief im Wasser, hat nur noch einen intakten Mast und führt die Flagge von Durinor. Jedoch wurde sie verkehrt herum gehisst. Ein Notsignal. Ermittle eine Zufallszahl. Ist die ermittelte Zahl eine 0 bis 4, lies weiter bei 107. Ist die Zahl eine 5 bis 9, lies weiter bei 94. Gut, wir würfeln nochmal. 5. Also weiter bei 94. Du drängst den Kapitän, eine Entermannschaft an Bord zu schicken, um das Schiff zu untersuchen, aber der Kapitän ignoriert deine Bitte und befiehlt seiner Mannschaft, mit ihren Aufgaben fortzufahren. Als das Handelsschiff aus deinem Blickfeld verschwindet, starrst du ihm hinterher und wunderst dich, warum der Kapitän dagegen war, etwas zu unternehmen. Du gehst unter Deck und achtest darauf, die Tür deiner Kabine hinter dir abzusperren. Weiter bei 240. Nach drei ereignislosen Tagen auf See findest du das Leben an Bord eher eintönig und langweilig. Wenn du über die Kai-Disziplin-Heilung verfügst, sind alle deine Ausdauerpunkte wiederhergestellt worden. Oh, ja, das hatte ich ganz vergessen. Die Disziplin der Heilung hätte uns ohnehin für jeden Abschnitt ohne Kampf einen Ausdauerpunkt zurückgegeben, aber das hier ist auch ganz gut. Volle Ausdauer, schöne Sache. Falls du die Fähigkeit der Heilung nicht besitzt, kannst du dir immerhin noch die Hälfte der Punkte gutschreiben, die du im Kampf verloren hast. Am Nachmittag des vierten Tages sprichst du gerade mit einem verwundeten Matrosen auf dem Hauptdeck, als du Rauch riechst, der aus dem Laderaum aufsteigt. Wenn du den Laderaum betreten willst, lies weiter bei 29. Entschließt du dich dazu, Feuer zu rufen und Alarm auszulösen, lies weiter bei 236. Möchtest du hingegen zum Kapitän laufen und ihn warnen, lies weiter bei 101. Ja, dann lass doch erstmal rufen. Es sollte schließlich jeder wissen, dass uns das Boot gerade unterm Hintern wegkohlt. 236. Auf dem Schiff bricht das Chaos los, als die Matrosen versuchen, das Feuer mit Hilfe von Wassereimern und Laken zu bekämpfen. Flammen schießen aus dem Lukendeckel hervor und es dauert über eine Stunde, bevor der heftige Brand unter Kontrolle ist. Der Schaden am Schiff ist enorm. Der Großteil der Ladung an Trinkwasser und Essen wurde zerstört und auch der Mittelteil des Schiffes hat schweren Schaden genommen. Der Kapitän taucht aus dem qualmenden Laderaum auf und nähert sich dir mit rußgeschwärztem Gesicht. Er trägt etwas in einem Bündel unter dem Arm. »Wir müssen uns unter vier Augen unterhalten, mein Lord«, sagt er leise. Ohne zu antworten drehst du dich um und folgst ihm nach unten in seine Kajüte. Weiter bei 222. Nachdem er sichergestellt hat, dass seine Kabinentür geschlossen ist, öffnet der Kapitän das mysteriöse Bündel und leert den Inhalt auf seinen Kartentisch. Ein großer, verkohlter Tonkrug und mehrere geschwärzte Lumpen liegen nun auf einem Haufen vor dir. Sie riechen seltsam ölig. »Das war kein versehentliches Feuer«, sagt er ernst. »Das war ein Akt von Sabotage. Auf diesem Schiff ist jemand bereit, sein eigenes Leben zu riskieren, um sicherzugehen, dass wir Durinor nicht erreichen.« Ihr beide starrt die versenkten Lumpen an, als ob sie euch eine Antwort auf eure Fragen geben könnten. Plötzlich durchbricht ein Schrei vom Deck her die Stille. »Schiff ahoi! Schiff Backbord voraus!« Der Kapitän greift nach seinem Schwert und Fernrohr, verschwindet durch die Kabinentür und über die Leiter hinauf ans Deck. Wenn du ihm folgen willst, lies weiter bei 175. Möchtest du die Gelegenheit nutzen, um seine Kabine zu durchsuchen, lies weiter bei 315. Ja, ich denke mal, das fremde Schiff wird ein paar Minuten warten können. Durchsuchen wir doch mal die Kajüte. Du behältst die Tür im Auge und durchsuchst schnell die Schubladen des verzierten Kartentisches. Es sieht nicht danach aus, als ob der Inhalt in irgendeiner Weise außergewöhnlich wäre. Du findest hauptsächlich Tabellen, Inselkarten und Navigationsinstrumente. Dann willst du gerade die ergebnislose Suche einstellen, als du einen kleinen Hebel entdeckst, der unter der Tischplatte versteckt ist. Du drückst ihn. Nein, Digga, Hebel drückt man nicht, man legt sie um. Wie einen Gangster in den Straßen des New Yorks der 30er Jahre. Wir legen ihn um, den Hebel. Und ein Fach springt auf, das eine kleine Holzschatulle mit einem Messingschloss enthält.
Wenn du über die Kai-Disziplin Geist über Materie verfügst, lies weiter bei 287. Möchtest du das Schloss der Holzschatulle aufbrechen, lies weiter bei 190. Willst du die Schatulle wieder zurückstellen und dich zum Kapitän an Deck gesellen, bevor er merkt, dass etwas nicht stimmt, lies weiter bei 175. Ach komm, was soll schon passieren? Zerstören wir einfach mal das gut versteckte Privateigentum des Kapitäns, auf dessen Schiff wir uns weit ab von jeglichem Land befinden. 190. Du versuchst, das Schloss mit der Kante eines Stahllineals aufzubrechen, als du plötzlich einen stechenden Schmerz in deiner Brust spürst. Man hat eine tückische Falle eingebaut, und als du die Schatulle öffnest, schießt eine kleine Nadel hervor und bohrt sich in dein Fleisch. Sie ist mit einem tödlichen und schnell wirkenden Gift überzogen. Der Tod tritt fast augenblicklich ein. Deine Mission und dein Leben enden hier auf tragische Weise. Ja, geil. Die guten alten Zeiten. Fuck. Damit hätten wir den 5. Wolfstod erlitten und insgesamt... den 11. Eine noch und ich kann anfangen zu überlegen, welchen Text wir in der nächsten Ragequit-Episode besprechen werden. Vorschläge werden gerne angenommen. Schreibt doch einfach eine Mail, die Adresse findet ihr in den Shownotes. Jetzt aber spulen wir die Zeit zurück und stellen das Kästchen wieder hin. Dann gehen wir an Deck und gesellen uns zum Kapitän. 175. Es sieht so aus, als ob sich unser Vogel aus dem Staub gemacht hätte, sagt der Kapitän und deutet auf das Langboot, das sich schnell auf ein anderes Schiff am Horizont zubewegt. Es führt keine Flagge und der Rumpf hat eine seltsame Form. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Du beobachtest, wie das Langboot das mysteriöse Schiff erreicht. Dann kommt wie von Geisterhand dichter Meeresnebel auf und hüllt die Schiffe ein. Augenblicke später sind die Schiffe und der Nebel verschwunden. Ermittle eine Zufallszahl. Ist die ermittelte Zahl eine 0 bis 4, lies weiter bei 53. Ist die Zahl eine 5 bis 9, lies weiter bei 209. Okay, wir würfeln eine 6. 209. Die Mannschaft beginnt zu flüstern. Du hörst die Worte Geisterschiff und verfluchte Reise. Aber das Gemurmel findet ein Ende, als die dröhnende Stimme des Kapitäns alle Mann an Deck befiehlt. Nur das Knarren der Planken ist zu hören, als Kapitän Kelman auf das hintere Deck klettert, um zur Mannschaft zu sprechen. Männer, wir sind 3 Segeltage von Beckshaven entfernt. Das Feuer hat uns unserer Vorräte beraubt und unser Frischwasser wurde verunreinigt. Wir werden einen neuen Kurs nach Ragadorn ansteuern, wo wir unsere Reparaturen durchführen und unsere Vorräte auffrischen werden. Das ist alles. Die Mannschaft scheint mit der Ankündigung des Kapitäns zufrieden zu sein und macht sich mit neuer Kraft an ihre Arbeit. Dann wendet sich der Kapitän dir zu. Wir sind circa 8 Stunden von Ragadorn entfernt, mein Lord. Die Befehle lauten, euch sicher nach Beckshaven zu bringen und euch dann der Obhut von Oberstatthalter Rhaegar, dem Konsul von Sommerlund, zu übergeben. Aber die Zeit ist nicht unser Verbündeter und ich fürchte, dass die Reparaturen eine Woche oder sogar länger benötigen. Sobald wir den Anker geworfen haben, müsst ihr euren eigenen Weg nach Dorinor finden. Entweder mit uns über das Meer oder alleine entlang der Küstenstraße. Als du in deine Kabine zurückkehrst, verfolgen dich in Gedanken immer noch die Worte des Königs. 40 Tage, einsamer Wolf. Unsere Kraft reicht nur für 40 Tage, um uns den Armeen des Schwarzen Lords zu widersetzen. Du hast wirklich nicht viel Zeit, um deine gefährliche Mission zu erfüllen. Um fortzufahren, lies weiter bei 197. Jawohl, das machen wir auch, aber ich komme nicht umhin, den guten Statthalter Rhaegar zu bemerken. Den kennen wir nämlich bereits aus dem One-Shot »Die Krone von König Aelin des Vierten«. Dessen Geschichte spielte sich Jahre vor dem Angriff auf das Kai-Kloster ab und ich freue mich darauf, den alten Strahlemann wiederzusehen. 197. Als es dämmert, kommt ein tobender Sturm auf und du wirst durch das heftige Schaukeln des Schiffes geweckt. Der Boden deiner Kabine ist geflutet und die Schreie der Mannschaft können den grässlichen, heulenden Wind kaum übertönen. Du ziehst dich rasch an, schnappst dir deine Ausrüstung und machst dich auf den Weg zum Deck. Dort gesellt sich bald der Kapitän zu dir. Er greift dich am Arm und befiehlt dir, wieder zurück in deine Kabine zu gehen. Als du gerade beginnst, die Leiter hinunterzuklettern, hörst du ein gewaltiges Krachen. Hoch über dir ist ein Teil des Mastes komplett auseinandergebrochen. Du schaust auf und siehst, wie der zerschmetterte Pfahl gleich einem gigantischen Speer auf dein Gesicht zurast. Ermittle eine Zufallszahl.
Das ist doch ein guter Cliffhanger. So lassen wir das jetzt erstmal stehen. Werden wir aufgespießt oder entrinnen wir im allerletzten Moment einem weiteren Instant Death? Das erfahren wir im nächsten Eintrag. Bis dahin, liebes Reisetagebuch. Bis dahin.